My name is Jani Alam. Ich heiße Jani Alam. Ich wurde in Kalkutta geboren und bin dort aufgewachsen. Ich komme aus einem kleinen armen Viertel, wo etwa 10.000 Menschen leben. Alle teilen sich zwei Toiletten und einen Wasserhahn. Es gibt extrem viele Probleme in Kalkutta. In einem Slum zu leben, ist so wie als Frosch in einem Brunnen zu leben. Für dich existiert kein Leben außerhalb. Aber Veränderung ist möglich. Ich weiß das, weil ich es selbst erlebt habe. Als kleiner Junge habe ich Menschen gesehen, die verhungert sind, Menschen, die litten, Menschen, die machtlos waren und sich nicht selbst helfen konnten. Ich bin aufgewachsen, umgeben von Krankheiten wie Malaria, Dengue-Fieber und Durchfall. Als ich Teenager war, starb mein Vater an Malaria. Eines Tages hat sich für mich und meine Familie alles verändert. Ich habe durch Compassion einen Paten bekommen. Es war aufregend, ins Kinderzentrum zu gehen. Jeden Tag haben wir gutes Essen bekommen und lernten Fähigkeiten fürs Leben. Wir haben gesungen und getanzt. Es war ein sehr glückliches Umfeld und wir fühlten uns geliebt. Ich habe meinen Paten nie persönlich getroffen, aber er hat mir regelmäßig Briefe geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er mich liebt, für mich betet und ich ihm wichtig bin. Dadurch fühlte ich mich geliebt und wertvoll. In meinem Viertel mit 10.000 Menschen war ich das erste Kind, das zur Schule gehen konnte. Ich erinnere mich gut daran, wie ich meinen Eltern beigebracht habe, ihre Namen zu schreiben. Normalerweise ist das ja andersrum. Compassion hat mir ein Stipendium ermöglicht. Dadurch konnte ich zur Universität gehen. Und im Dezember 2014 habe ich mein Masterstudium in internationaler Betriebswirtschaft mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich bin nun selbst Pate. Ich freue mich darauf, ihr Briefe zu schreiben, sie zu unterstützen und mit ihr gemeinsam zu sehen, wie sie aufblüht und sich und ihre Familie aus der Armut befreit. Um ehrlich zu sein, es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie mein Leben ausgesehen hätte und wo ich jetzt sein würde, wenn er sich damals nicht entschieden hätte, mein Pate zu werden.